Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es geht weiter mit Let's Play zu World of Goo. Und das Level heißt Incineration Destination. Also übersetzt Zielentzündung, würde ich es nennen. Das Puzzle-Abenteuer. Okay. 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 In. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ein Schild. Der Geruch. Brennt. Augen. Gut, dass ich nicht hier bin. Der Abfall, Moment. Der Abfallhaufen muss das sein, wo der gesamte Abfall der Insel und die Beweise zur Ablagerung hinkommen. Vom Aufbau her, schließend, müssen wir kurz vor dem Launch des neuen Produktes sein. Schildermaler. Aber was soll ich tun? Diese Hügel sind sehr klebrig geworden nach jahrelangem Aufschütten des Mülls. Schildermaler. Okay. Ich habe nach wie vor keinen Plan, was ich tun muss. Da geht's raus. Da weiß ich nicht, was passiert. Da weiß ich auch nicht, was passiert. Aber die schlafen alle. Ich probiere jetzt einfach mal rum und baue mir in altbekannter Manier eine Brücke auf die andere Seite. Das, das ist, was ich gut kann. Können bauen. So, befestigt. Ja, ein Gu nach dem anderen werde ich jetzt zusammenklatschen, um mir meine Brücke zu bauen, die mich dann hoffentlich auf die andere Seite führt. Nein, lauf da nicht nach vorne, das ist doof. Kein Mensch will nach vorne laufen. Ha, 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 ha. Nein, nein! Puh, gerade noch aufgefangen. So, jetzt geh da ran. Nicht zu weit runter, bitte. Nicht zu weit runter, bitte! Fuck. Das war dumm. Ich gehe mal einen zurück. Ich glaube nämlich, dass ich es durchs schnelle Dranpappen hinkriegen kann. Nein, kann ich nicht. Also. Da muss ich hier wohl noch eine Stabilisierungseinheit dran wappen. So. Komme ich da jetzt ohne Schmerzen rüber? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es hängt mir auch ein bisschen zu dicht über den Flammen schon, wenn ich ehrlich bin. Festgehängt. So. Also das sind nicht brennende Goos. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier steht eine 2, 9. Steht da noch irgendwas? Hm. Die möchte ich allerdings hier haben. So. Ha. Tja, ich
habe nicht den blassesten Plan, was jetzt passiert, wenn ich mir hier unten einen dranhänge, der wahrscheinlich Feuer fangen wird. Nein, wird er noch nicht. Hänge ich halt noch einen dran, der Feuer fängt. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Es brennt natürlich durch. Aber das soll ja auch so sein. Wir haben ja mehrere Sticky-Bombs angebracht. Sticky-Bomb brennt und boom. So, alle wach. Jetzt. Ha. Tja. Ich mach mal einen Schritt. Wobei, das geht nicht. Ha. Ich muss irgendwie jetzt die von hier drüben auf die andere Seite bringen. Die Frage ist nur, wie. Ja, das weiß ich doch schon. Weil mit den paar Goos werde ich auf gar keinen Fall hier rüberkommen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und die hier kann ich nicht aufnehmen. Tja. Das ist ja nun schwierig. Ich versuche trotzdem nochmal eine Brücke rüber zu schlagen. Ich habe ja immerhin doch noch ein paar Goos, habe ich noch. Komm, setz mir hier eine Verstrebung rein, die so richtig was hält. Bitte. Und dieses weiße Goo ist halt auch echt irgendwie merkwürdig, finde ich. Hier hin, dahin, dahin. Nein, komm zurück. Und hochschwingen, nicht durchfallen. Das war blöd. Das mache ich nochmal. Zurück, bitte. Also brauche ich hier unten noch ein Goo, was das irgendwie stabilisiert. So. Oben noch einen hin. Und dann versuche ich mal, meine Brückenkonstruktion hier rüber zu schlagen. Das Problem ist, ich komme noch nicht weit genug. Ich habe nur noch einen. Nein, habe ich nicht, weil das ganze Gebilde wieder zusammenbricht. Was ist denn da los, Mensch? Dreier-Kombi hin. Ist der hier die 3 anlockt? Jetzt wieder hochschwingt vielleicht. Nee. Nee. Hm. Grober Mist. Ganz grober Mist. Tja, ich habe das Gefühl, ich habe in diesem Bereich einfach zu viel gemacht. Ich versuche es einfach nochmal von vorne. Ich hoffe, was ich natürlich machen kann, haha, ist, ich baue mir eine Brücke aus weißen Goos. Setze dann so
Aber dafür habe ich schon wieder völlig falsch angefangen. Ich möchte ja eine Brücke aus... Ich möchte die Zündschnur haben. Ergo muss ich eine Brücke bauen, die hält, und eine Brücke, die brennt. Quasi. So. Sie also quasi... So, immer einen roten unten habe und einen weißen oben. Ich habe auch das Gefühl, je mehr weiße ich benutze, desto instabiler wird das System, weil die natürlich sehr viele Brücken ausbilden. Und das enorm viel Last auf die Brücke bringt. So, der muss sich jetzt mit dem unteren irgendwie verbinden und darf nicht ins Feuer fallen. Aber wenn ich ins Feuer fallen würde, ist natürlich echt heikel. Ja, da war's. Also, ich hatte ja vorhin schon gesehen, ich habe genug Rote über gehabt, dass ich hier mal so ein bisschen stützend eingreifen kann. So. So. Hier hinten vielleicht auch mal irgendwie so eine Spitze bastle. Aber vorne echt ganz schön. Hier so in so dem so Bereich. Das hängt echt übel. Scheiße, das bricht doch wieder runter. Ja. Tja. Hier noch abstützen. Also richtig sticky ist das auch nicht, ne? Also es klebt nicht. Noch ein Versuch. Das müsst ihr jetzt mit mir zusammen durchstehen hier. Ich glaube auch, es ist das letzte Level. Insofern bauen wir doch mal hier so ein Ding hin. So, erstmal die Handstützkonstruktion. So, roten vielleicht besser diesmal. Eine Etage höher, fange ich eine Etage höher an hier. Den da hinsetzen. In der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen besser hält. Na, dazwischen soll er. Schon. Na gut, dann eben mit zwei. So. Versuchen wir es so, weil ich ja hier diese Brandschnur brauche. Weiß, 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 weiß. Stütze. Nein, weiß nicht, ich jetzt. Was soll ich hier hin?
bastel mir erstmal meine weiße Brücke hier rüber. Gucke dann, wie ich das mit den Roten unterfüttern kann. So. Ich habe Brücke. Muss ich die natürlich hier ein bisschen stabilisieren. Zack. In der stillen Hoffnung, die blöde Brücke jetzt auch hält, aber ich habe noch einen weißen. Den setze ich vielleicht mal noch hier so hin. Dass die blöde Brücke hält, wenn sie gleich abfackelt. So, hier noch so eine Zündschnur drunter gebastelt. Na komm. Sodelo. Jetzt kann ich nämlich das Ding hier drunter pappen. Und das Ding hier drunter pappen. Und die schlafen alle noch. Da habe ich jetzt auch nichts mehr, um die Weißen noch zu verbinden. Das ist jetzt meine Zündschnur hier unten, die ich gerade zurückbaue. Das ist ja auch Quatsch. Na, hoffen wir einfach mal, dass das hält. Kommt jetzt hier The Magic Anzünder unten drunter. Ah. Hält das? Hält natürlich nicht. Die beiden Bomben hatte ich, by the way, auch nicht gelegt. Aber das zeigt ja schon mal den Weg auf, in den das Ganze gehen kann. Also, hier werde ich erstmal massiv mit Roten unterfüttern. Davon habe ich nämlich genug. So. Wie hatte ich das jetzt gemacht? Ich hatte aus Weiß hier so eine Spur gelegt, dass es auch möglichst oben hält. Da muss auf jeden Fall nachher noch die Bombe hinpassen. Nein, so war das nicht gemeint, sondern so ist das gemeint. So. Muss ich nämlich mit den Weißen quasi den Lückenschluss machen. Schluss der Weißen. Puh. In der stillen Hoffnung, dass diese bizarre Konstruktion hält. Ansonsten
bin ich echt gefrägelt, wie man so schön sagt. Kann ich hier noch mal zwischensetzen irgendwie? So ein bisschen. Okay, jetzt noch die Zündschnur. Zack, zack. Eine Bombe hier. Eine Bombe da. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt klappt. Ansonsten wird das mal wieder ein sehr langweiliges Video, weil ich wieder von vorne anfangen muss. Und ganz ernsthaft, dieses ewige von vorne anfangen kann noch kein Mensch wirklich gutheißen. Na, rennt immer noch nicht. Dann schon halt noch einen drunter. So, lass das Feuerwerk beginnen. So, das hält erstmal anscheinend. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich habe da noch ein paar rote. Die kann ich jetzt mal zusammenfügen. So. Huha! Meine Güte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, geschafft! Schalalalalala. Das war jetzt auch wirklich ein schwerer Start. Heidenei. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Aber es ist ja bei World of Goo immer so ein bisschen rumprobiere. Deswegen hoffe ich, ihr schaltet auch trotzdem noch beim nächsten Video ein. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Und tschüss.